Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu Gold Rush The Game. So, ich bin erstmal selber überrascht, dass ich das Spiel wieder spiele. Zweitens bin ich jetzt schon wieder etwas genervt vom Spiel, weil ihr seht schon, hä? Was ist denn hier los? Kein Geld, kein Gold. Und warum steht er hier? Ja, weil ich habe jetzt schon wieder eine 16-Minuten-Aufnahme wegschmeißen müssen, weil das Spiel sich dachte, ich bin blöd. Und ja, Gold Rush The Game, es geht weiter bei mir und zwar ein bisschen verändert. Es kam jetzt, wir haben Gold Rush, letzter Speicherstand, 3. Dezember war das, da habe ich das letzte Mal aufgenommen. Und seitdem kam ein Update oder zwei, whatever, oder mittlerweile auch mehrere, aber es gab ein großes Update, das hat eine neue Funktion mit eingefügt oder neuere Funktionen. Unter anderem können wir jetzt in Season 2 starten, da sind wir. Wir haben eine neue Drillmaschine, also eine neue Bohrmaschine. Um den Goldgehalt zu messen. Wir haben ein neues Areal. Wir haben ein Hotel bekommen, mit dem wir halt die Season überspringen können, logisch. Oder beziehungsweise die Season in die Season 2 switchen können. Haben wir getan. Und viele andere Erneuerungen. Und ich habe mir gedacht, okay, am 18. Januar kommt das Frankenstein-DLC raus. Kostet ganze 5 Dollar. Wird in Deutschland, denke ich mal, auch 5 Euro kosten. Aber nicht glatt. 4,99. Also 4,99 Dollar. 4,99 Euro. Und bringt auch neue Maschinen mit rein, die wir auch hier schon sehen. Die wir aber halt noch nicht kaufen können. Und ich habe mir gedacht, gut, aufgrund dessen schauen wir mal wieder bei Gold Rush rein. Und fangen gleich auch mit Season 2 an. Ne, ganz klar. Und machen das aber halt ein bisschen anders, denn weil nur bei uns in der Season 2 natürlich alles gelöscht wurde, ganz klar. Und ich euch aber gerade speziell auf das DLC die Maschinen zeigen will und euch einfach halt zeigen will, oder ich euch das zeigen möchte und ihr dann entscheidet, okay, kaufe ich nicht, ne? Werden wir jetzt das gesamte Reservoir im Endeffekt, was wir jetzt bis dato hatten, einfach nochmal kaufen und in den neuen Claim gehen und dort schon mal anfangen, bis dann das DLC rauskommt, damit den DLC-Dinger natürlich weiter abbeiben. Deswegen ist hier der sogenannte One-Dollar-Mode aktiv. Ja, das war ja recht lustig, muss man ja trotz all dem gestehen. Recht lustig im Sinne von, die Cheats wurden deaktiviert und ein One-Dollar-Mode hinzugefügt. Ne, wir erinnern uns daran. Das war alles sehr, sehr komisch. Die Gedankengänge habe ich bis heute nicht so wirklich verstanden. Ach komm, ja. Die Gedankengänge habe ich bis heute nicht verstanden. Aber so ist das halt. Und das ist unser Lagerraum. Großer Bagger, Drillmaschine, Kipplaster, Trommel, Trommeltisch, D-Rocker. Der ist neu. Container des Fleißbandes. Finde ich immer. Immer eine sehr gute Übersetzung und wir transportieren jetzt natürlich auch den ganzen Spaß darüber. Nun ist es natürlich auch so, dass wir Upgrade plus 1, finde ich auch immer gut, dass wir ja nur noch eine bestimmte Anzahl an Maschinen mitnehmen können. Ich glaube, das ist auf 15 beschränkt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich lasse mich aber selber überraschen, denn ich weiß es nämlich auch selbst nicht. Könnten wir anscheinend nicht. What is the... Ah ja, alles klar. Falscher Modi im Gamepad eingestellt. Kann man mal machen. Wir fahren jetzt erstmal zur Bank, holen uns dementsprechend auch diesen neuen Claim. Und sehen dann erstmal weiter, auf Deutsch übersetzt. Mode 1, Bank. Und zwar ist das nicht die, sondern Nightwalk Valley. Nightwalk Valley kostet uns 1 Dollar, uns im Mieten 1 Dollar, ist ganz klar. Provision bei Miete, gehen wir ganz schön was ab. Erwartete Menge an Gold, very high. Verschmutzung der Parzelle, none. Wasserquelle, etliches. Und Besitzer ist State of Alaska, wer hätte es erwartet. Maximum Machine on Parzelle, one. We won. Wir kaufen einfach, zack, im Besitz. Achso, jetzt können wir das Ganze hier upgraden. Und das würde uns natürlich, wenn wir jetzt nicht gerade im Besitz von den 1-Dollar-Mode wären, würde uns das natürlich eine Menge Geld kosten. Das ist ganz klar. Aber ey, wir überspringen das Ganze. Wie viele Maschinen können wir da eigentlich maximum draufstellen? 15 doch das absolute Maximum. Nö, es geht noch weiter. Oh, wir können es bis ins Unendliche Crate. Ne, 18.
18 Maschinen können wir uns maximal dorthin graden. Das ist sehr freundlich. Und das sollte auch durchaus reichen, um da alles hinzubekommen. Gut, ab nun mit der Entscheidung, dass wir das jetzt so machen, wie wir es machen, alle zufrieden sind. Ich zweifle großartig dran, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt über 50 Folgen Gold Rush gespielt. Das Grundprinzip sollte, oder hoffentlich sollte, das jeden tief im Bewusstsein sein, wie dieses Spiel funktioniert. Wenn nicht, sage ich mir immer wieder, gibt es noch die Möglichkeit, dass sich das Ganze nochmal anzuschauen. Die Playlist ist verlinkt, ganz klassisch. Und Drilling Machine und Discover, so bla 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 bla, großer Bagger, Drilling Maschine. Das wird jetzt erstmal rübergebracht. Das sind alleine schon 8 Maschinen. Und da habe ich noch nicht mal den ganzen Blödsinn hier. Und auch nicht den Blödsinn hier. Ich weiß aber auch noch nicht so wirklich, was ich da mit rübernehmen kann und auch nicht kann, weil ich kenne die Parzelle noch nicht. Deswegen steigen wir jetzt hier erstmal ein, machen hier einen ganz gechillten. Und ja, wir gehen natürlich sofort wieder auf T3, ist klar. Weil mich da wieder mit der Schaufel hinzustellen und alles, Leute, das bringt nichts. Das ist auch nicht interessant zuzuschauen. Also von daher machen wir es hier auf die einfache Art und Weise, beziehungsweise auf die effizienteste Art und Weise. Natürlich ist es erstmal ganz klassisch, dass wir mobile Container oder Generatoren brauchen und das nicht zu wenig. Klar, dass wir auch 2 Wasserpumpen brauchen. Ich nehme jetzt einfach immer erstmal 2 mit. Ja, sicher ist ja bekanntermaßen sicher. Dann brauchen wir, fahren sowieso 1000-fach, davon mal abgesehen. Welche Seile haben wir nochmal genommen? Ich glaube, wir haben diese 4 Meter Seile da genommen, oder? Oder haben wir 5 Meter Seile mit Haken genommen? Oh, wir nehmen mal 5 Meter Seile. Machen da, ach, Kurvensicherheit, ach so 4-4, mehr geht nicht, alles klar. So, machen wir Mahlzeit. Danke, diese Mitteilung nie wieder anzeigen. Ich bin nämlich nicht neu. So, dann werden wir das Ganze erstmal hier wieder drauf verfrachten. Auch wenn das vorne und hinten nicht reichen wird. Aber ich bin ja per se dann erstmal gespannt, wie das alles so mit der Dings funktioniert. Mit der, sag schon. Ja, gehst du zu. Mit der Drilling-Maschine etc. pp. Es gibt zwar auch auf Steam einen Guide, der das so erklärt, aber wer hätte gedacht, der ist in Englisch. Und Englisch ist not my language. Deswegen, sorry for that. And I guck, wie es halt. Ich bringe mir das schon selber bei. Ihr könnt natürlich aber trotz all dem auch in die Kommentare schreiben. Wartet aber es trotz all dem immer wieder, ne? Vorproduktion und so. Ich kann da nicht sofort in der nächsten Folge drauf eingehen. So. Aber erstmal das hier alles hinten dran. So halbwegs ordentlich, unordentlich. Ja, wenn das hält, ist mir das ja relativ egal, ne? So. Weil wir müssen jetzt eh noch mehrmals wieder fahren, bevor da hier ein Schuh draus wird. Ich hoffe, es fällt nichts runter. Das wäre nämlich ziemlich doof. Und zu unserer neuen gemieteten Parzelle geht es dann irgendwie hier hinten lang. Der in dem Bereich haben sie dann geöffnet. Oh, ich sehe gerade, ich muss eh danken. Und dieser One-Dollar-Mode, der geht dann natürlich auch wieder aus, sobald wir alles haben, was wir brauchen. Das ist ganz klar, weil sonst macht es dann natürlich wenig Sinn. Aber jetzt hier erstmal in der Anschaffung. Das ist ganz klar. Ja gut. Der Sprit kostet uns trotzdem 39 Dollar. Der ist nicht von den Euro mit eingelassen. Beziehungsweise vom Dollar. Aber Hauptsache, wir bleiben nicht irgendwo drin stecken oder liegen oder whatever. So, hier oben ist wundervoll abgesperrt, weil da sind ein paar Bäume umgefallen. Deswegen fahren wir hier so ganz cool außenrum.
und komme dann auf dieser Seite wieder raus. Und hier war ich ja schon mal, um die Season 2 zu beginnen, die ja an diesem Hotel da geht. Und irgendwo dann in der Richtung ist der Claim. Wohlbemerkt auf irgendwo, denn ich weiß aber nicht so genau, ob ich kann geradeaus nicht fahren, oder? Nö, ich kann geradeaus nicht fahren, also kann er ja nur dort sein. Erstmal über eine schöne Holzbrücke und er ist auf jeden Fall näher an der Stadt dran wie der jetzige. Wir müssen nicht tausende von Kilometern durch die Pampa zurücklegen, dass wir da mal angekommen sind. Denn da vorne, da ist er schon. Hurra! Oder? Ne, das ist er noch nicht. Warte mal, muss ich jetzt selber gucken. Four Fingers Warble. Ah ja, okay. Ah, da komme ich ja zu Paar 8. Die haben die Straße dort aufgemacht. Interessant. Aber wir müssen uns an der Linie hier halten. Weil hier hinten rum soll es dann sein. Ja, jedenfalls so halbwegs. Wenn man nicht gegen das Holz fahren würde. Lass mich das nochmal abchecken hier. Ja, doch, da kommen wir definitiv hin. Und diesen ganzen Rohren hier durch. Und dann nochmals hier durch und dann müssen wir noch die Kamera mitspielen. Ja, zum Hotel geht's da lang. Das ist richtig. Ach, hier ist der Claim. Haben sie aber dich verengt. So. Das hier, meine Damen und meine Herren, jedenfalls das da unten. Das ist unser neuer Claim. Und er sieht im ersten Moment nicht so groß aus, ist er aber. Vor allen Dingen hat er schöne Höhenunterschiede. Und er hat natürlich Driftmöglichkeiten, das ist ganz klar. Naja, und er hat natürlich auch einen Aufbau. Für eine Maschine. Zwar in einer etwas anderen Form, wie das aussieht. Aber eventuell sogar etwas besser als unsere jetzige. Wenn wir mal schauen. Kommt gut drauf an, wie es jetzt aufgebaut wird, ne? Wollen wir da Rauswurf, da das Große, da was hin. Also das könnte sogar ganz interessant werden. So, da haben wir unseren Verkaufsplatz und hier hinten geht es ja sogar glaube ich noch weiter, oder? Ja, da ist unser Zelt. Und noch mehr. Na, ich glaube, das gilt schon nicht mehr als Fläche hier. Ah, das gilt noch als Fläche. Hot Pain. Dick Side. Ah, ja, okay. Ah, hier für die Hot Pain-Dinger da. Okay, interessant, interessant. Sogar eigene Flächen dafür. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. So, wir stellen den ganzen Spaß jetzt aber hier eins mal ab. Krabbum. Und müssen jetzt hier erstmal anfangen mit Aufbau und alles. Bevor ich da jetzt hier 10,5 Jahre alles also darüber schleppe und ich eh wieder die Hälfte vergesse und so weiter und so fort. Ne, ihr wisst Bescheid. Deswegen. Bauen wir lieber erstmal so die groben Teile auf. Zumal ich auch nicht weiß, ob die Waschanlage hier in der gleichen Größenordnung funktioniert wie auf den anderen. Oder ob das hier halt ein Maßstab kleiner ist, was natürlich sein kann. Deswegen gucken wir erstmal, was für Teile da noch so auf uns zukommen. Und dann fahren wir halt wieder in die Stadt und holen uns halt das restliche Zeug. Dankeschön. Jo, dankeschön. So, dann würde ich sagen, einmal einsteigen. Die Steuerung liegt mir definitiv noch im Blut. Oder auch nicht. Ich glaube mal eher weniger. Lass mal das hier umschalten.
Dann war das. Das war auf und zu, okay. Das war hier so hoch. Okay, wunderbar. Dann wieder umschalten. Ja, genau, so war das. Sehr schön. So und nee, anders. Dann würde ich erstmal sagen, platzieren wir erstmal die erste Line. Und das wird in dem Fall hier der Rütteltisch sein. Und jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Jetzt muss ich hier wieder umschalten. Das so ein bisschen nach unten nehmen. Und dann mal gucken, wie hier der Hase läuft. Weil er hat sich jetzt natürlich auch alles wieder 10.000-fach da drinnen verfangen. Man kennt es. Und man kommt auch nicht drauf. So. Da dran. Das Seil ist zu kurz. Sehr schön. Dann müssen wir natürlich noch mal ein bisschen auskorrigieren. Wo haben wir es hier? Hätten wir da noch eins. Und dann haben wir jetzt natürlich so mehr oder minder das Problem, dass wir hinten rechts keine Stabilisation haben, aber vielleicht brauchen wir die auch nicht. Schauen wir einfach mal. Ja gut, wünschenswert wär's zwar schon. Wo ist denn der? Wo schlingelt denn der? Ach, da steht da in der Mitte rum, kannst du vergessen. Ja, suchen wir einfach unser Glück mal. Ähnlich, was ich mir ja noch vorstellen könnte, genau. Das Ganze hier so ein bisschen aufzumachen. Sehr schön. Ja, haben wir das schon mal installiert. Also läuft das dann so, also über rechts, dann kommt da die Trommel hin. Da. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen weniger als das normale. Aber naja, gut, meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen, nicht vergessen. Ja gut, und bis denne, haut rein, tschüss.